Live zurück in Las Vegas beim Finale der Las Vegas Tennis Channel Open. Leighton Hewitt und Jürgen Melzer stehen sich da gegenüber. Und Leighton Hewitt hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Der Applaus übrigens hier für ihn. Er ist der Publikumsliebling, ganz klar, Jürgen Melzer. Nicht mit der Riesenanzahl von Fans hier im Publikum, den knapp 3500 Zuschauern, die Fans Center Court hier im Darlington Memorial Center passen. Ja, Leighton Hewitt hat große Töne gespuckt, hat gesagt, ich will wieder die Top 10 zurück und ich bin fit dafür, ich kann es nochmal schaffen. Und dafür hat er sich auch viel, viel Gedanken gemacht, wen er denn nun als neuen Trainer verpflichten soll. Zunächst wollte er Pat Rafter, der sagte ab, danach Scott Draper, aber auch der konnte ihm nicht zusagen und kümmert sich wohl doch lieber um seine Profi-Golfer-Karriere. Ja, und so kam er auf einen alten Bekannten, Sie kennen ihn alle, Darren Cahill, der hat ihn schon mal auf die Position 1 der Welt geführt. So weit wird es diesmal nicht gehen. Ehemalige Betreuer von Andre Agassi und jetzt beim Davis Cup in Belgien hat es erste nähere Kontakte gegeben zwischen den beiden und es schaut alles danach aus, als ob Darren Cahill der neue Trainer von Leighton Hewitt werden würde. Letzte Woche 26 Jahre alt geworden, der Australier hat seinen Geburtstag hier gefeiert am Samstag mit Frau und Kind. Seine Frau Beck Cartwright sicherlich auch wieder im Publikum, so war es zumindest gestern, an der Grundlinie platziert, hat ihrem Ehemann die Daumen gedrückt. Das Kind im Spielerhotel Mirage gut versorgt. Hat schon einige Shopping-Tours hinter sich bringen müssen. Die kleine Mia erst 14 Monate alt, aber dennoch sicherlich gut ausgestattet worden. Im weltberühmten Caesars Palace, da gibt es die Forum Shops. Das ist die größte Mall hier und da ging die Familie Hewitt mal kurz zum Einkaufen. Auch Jürgen Melzer, hier haben wir die beiden Kollegen, zur linken Jimmy Arias, den kennen Sie noch, Experte der amerikanischen Kollegen, die auch in lustiger Mimik sich auskennen. Sie sehen es, auch hier klappt nicht alles bei dieser Übertragung, aber das ist live. Und leider können wir nicht ganz verstehen, was die Moderatorin aus dem Studio unserer Kollegen hier den beiden für Fragen stellt. Deswegen konzentrieren wir uns doch lieber wieder auf die beiden Akteure. Jürgen Melzer hat sich auch eine schöne Woche gemacht, hatte seine Freundin Babsi hier drüben. Die hat dann nach 2 Wochen USA-Tour die Koffer packen müssen und somit Jürgen Melzer also auf sich allein gestellt. Besuchte unter anderem auch das Mamma Mia Musical, das ja auch bei uns in Deutschland aufgeführt wurde. Ging auf ein Céline Dion-Konzert, also ließ sich so richtig gut gehen und wurde auch locker. Und sein Spiel gestern gegen Korolev, das war ein echter Krimi. 5-3 führte der Russe schon im dritten Satz. Danach schlug Melzer bei 6-5 zum Matchgewinn auf, gab den Aufschlag ab, wie er selbst sagt, nach einem dummen Stopball. Da fehlt mir einfach noch manchmal die nötige Konstanz. Und dann ging es in den Tiebreak, den Österreichs Number One mit 7-4 für sich entschied. Es kann sich nur noch um wenige Sekunden handeln. Dann geht's also los hier beim Endspiel 2007 zwischen Jürgen Melzer und Leighton Hewitt. Und ich denke, wir können uns auf ein spannendes Spiel freuen. Beck Cartwright oder Beck Hewitt, wie sie jetzt heißt, drückt die Daumen heute auch im kurzärmeligen T-Shirt. Gestern noch etwas vermummter, hat sich gefreut auf dieses Endspiel, hat sich aber auch gefreut, dass ihre beste Freundin hier angereist ist extra, die sie nach über 1,5 Jahren wieder gesehen hat. Und zusammen drücken sie jetzt dem Mann in Rot die Daumen und das ist die Hoffnung Österreichs, Jürgen Melzer. Er will der erste Linkshänder werden, der in dieser Saison ein Turnier gewinnt. Ready. Love.
Kanzlerkandidaten von Jürgen Melzer, der natürlich in Niederösterreich geboren ist und in Wien wohnt. Und seine höchste Platzierung, die Nummer 30, die wird er übertreffen können nach dieser Woche. Er übertrifft die 1000-Punkte-Marke und kommt damit in die Top 30. Seine beste Platzierung jemals. Ganz egal, wie dieses Endspiel ausgeht. 15, 30. Sie sehen es, wie knapp das Ganze war, nur gegen den Chilenen Cap de Ville ein klarer Sieg mit 6-2, 6-2. Melzer beklagte sich über den Wind hier, sagt, es macht dir wirklich keinen Spaß, da kann ich richtig giftig werden und die Kontrolle verlieren, wenn es so stürmt. Das sind keine optimalen Tennisbedingungen. Aber er hat sich dennoch durchgebissen, durchgesetzt und das spricht doch auch für ihn. Zu lang. Und gleich mal zwei Breakchancen für Leighton Hewitt. Begleitet und somit geht Leighton Hewitt in Führung. Ja, das war ein ziemlich verkorkster Start von Jürgen Melzer. Dessen Spiel enorm auf den Aufschlag aufbaut. Davon hängt alles ab heute, ob er hier eine Chance hat, seinen zweiten Titel in seiner Karriere überhaupt zu gewinnen. Es ist das sechste Finale, das er erreicht hat. Letztes Jahr gleich drei. Neben dem Sieg in Bukarest auch noch in Houston und in Metz im Endspiel. Erst einmal war es etwas knapper gegen Leighton Hewitt bei dem French Open 2004. Da ging es über vier Sätze. Ansonsten immer klare Erfolge für den Mann aus Down Under. Ballwechsel bisher geht an den Österreicher. Hat er geschickt variiert. Sowohl in der Länge als auch im Winkel gegen die Nummer 21 der Welt, die natürlich sehr viele Punkte zu verteidigen hat. Leighton Hewitt stand auch letztes Jahr hier im Endspiel. Verlor dies gegen James Blake, der dieses Jahr hier an 1 gesetzt war und unter kuriosen Umständen ausschied. Sie haben es sicherlich gelesen. Die Diskussionen um das neu eingeführte Round-Robin-System. Nur einmal Probleme in seinem zweiten Match gegen Johansson. Ansonsten eigentlich eine klare Geschichte auch gegen Safin gestern, eine Stunde 20, nur der erste Satz etwas mühevoll. Musste er beim Stand von 5-5 Breakbälle abwehren. Als ob Melzer Hewitt ein wenig mehr auf der Rückhand beschäftigen will. Das ist anscheinend sein Gameplan. Die Bandagen haben wir schon die ganze Woche über gesehen bei Leighton Hewitt um die Sprunggelenke. Hat der einige Verletzungsprobleme dieses Kalenderjahr. Thank you.
Australier mit zwei Breakbällen gegen sich. Auch hier suchte Meltzer wieder die Rückhand. Hewitt, der gestern besonders von der rechten Seite enorm stark aufschlug, immer nach außen und damit Safin zu Fehlern zwang. Könnte auch hier eine gute Taktik sein gegen den Linkshänder. Das ging leicht. Und das ist exakt eine Kopie des gestrigen Spiels gegen Safin. Die ersten beiden Aufschlagspiele gleich zwei Breaks. Also Jürgen Meltzer kann durchschnaufen. Auch der Australier ist noch nicht so richtig im Rhythmus. Netzangriff und der ist ihm absolut gelungen. Der Ball da auf die Faust, Jürgen Meltzer. 2-1 die Führung, locker zu 0 durchgebracht. Sein zweites Aufschlagspiel. Wir gehen in eine kurze Pause. Am Dienstag hat er auch einen kleinen Geldbetrag gewonnen in einem Casino von Las Vegas. Jürgen Meltzer hat gesagt, da war mir Fortuna hold. Ich hoffe auf den Beistand der Glücksgöttin hier in Las Vegas auch für den Rest dieser Woche. Und was er da jetzt geboten hat, gerade im zweiten Aufschlagspiel, das war wirklich aller Ehren wert, besonders der letzte Volley. Mutig nach vorn gegangen und Leighton Hewitt hat bei diesem Aufschlagspiel überhaupt keinen Rhythmus gefunden. Vor ein wenig über 5 Jahren wurde der Australier erstmals die Nummer 1 der Welt. Letztes Jahr lief es nicht ganz so optimal für ihn, im August an der Patellasehne verletzt. Und auch dieses Jahr Probleme mit dem Oberschenkel, der tut ihm noch ein bisschen weh, zwickt hin und wieder, hat er gesagt. Das fing schon in Belgien an beim Davis Cup, als er 11 Stunden auf dem Court stand. Und auch hier in Las Vegas lässt er sich natürlich noch dort behandeln. Gerade der erste Aufschlag in diesem Match, den Leighton Hewitt ins Feld gebracht hat. Die Taktik sein, den zweiten Aufschlag attackieren und dann nachrücken.
hat er stark gespielt. Und Sie sehen, wie weit Leighton Hewitt auch immer im Feld steht nach seinen Aufschlägen. Das bietet natürlich für schnelle Counterpunches die Möglichkeit, die Initiative zu ergreifen. Und weiterhin Probleme beim ersten Aufschlag. Das wäre der krönende Abschluss gewesen. Hat er sich eigentlich wunderbar erarbeitet, Jürgen Melzer. Und dann fehlt ihm ein halber Schritt, um den Punkt dann wirklich zu machen. Hier dieser etwas zu lang geratene Stopp. Und da kommt er nicht mit dem linken Fuß hinterher. Und somit 40-15. Was mir gut gefällt beim Österreicher ist, wie er variiert. Steuert auch hin und wieder mal einen Slice ein. Dann der hohe Topspin auf die Vorhand dazwischen. Nur noch 40-30. Leighton Hewitt hat eine Quote von 20% beim ersten. Game Hewitt. So gut, diese Vorhand, zwei beide, aber Jürgen Melzer hat angedeutet, dass auch dieses Aufschlagspiel eine enge Geschichte war. Hier die Frage eines Sponsors. Kann Melzer seine Frustration überwinden, die aus diesen vier Aufeinandertreffen mit Leighton Hewitt eventuell hat. Aber er ist überhaupt nicht frustriert, ich sage, ich gehe das ganz locker an. Dachte zunächst, dass sogar 5-0 hinten liegt im direkten Vergleich, ehe man ihn aufklärte, dass er erst viermal gegen den Australier gespielt hatte. Er sagt, ich gebe alles und wenn das so ist wie hier, dann, ja, vielleicht könnte sogar eine Überraschung geben. Vor der Grundlinie noch gestanden. Das ist das moderne Tennis. Den Ball früh nehmen. Das erste Ass der Partie überhaupt. Jürgen Melzer geht mit 3-2 in Führung. War eine interessante Woche hier in Las Vegas mit vielen Events, zum Beispiel ein Schlägerbeseitungswettbewerb wurde ausgerichtet. Auch die Paddle Tennis Championships, das sind Speckbretter oder auch Holzbretter. Ohne großen Griff wurde hier eine Meisterschaft ausgetragen. Ein Kids Day gab es, ein Kids Camp für 2 Tage zu $80. Der
Tennissport versucht sich auch in den USA zu positionieren gegenüber den Fun-Sportarten. Ja, und Fun wird's keiner für Jürgen Meltzer, wenn Leighton Hewitt seinen ersten Aufschlag trifft. Der muss jetzt auch langsam kommen. Es wird kühler, die Gattin hat den Pullover angelegt. Gemacht. Früh genommen, den Aufschlag. Jürgen Meltzer versucht immer wieder zu variieren. Das ist diese erschreckende Quote, die ich angesprochen habe. Auch die von Meltzer natürlich nicht berühmt. Alles unter 60% kannst du eigentlich vergessen. Zweiter Doppelfehler von Leighton Hewitt. Hat noch kein klares Aufschlagspiel hier geboten. Das erste gleich verloren. Das zweite zu 30 und auch jetzt 40-30. Cheers. Hoppala, muss man da wohl sagen. Der Aufschlag kommt jetzt immer sicherer bei Leighton Hewitt. Und dann ist es natürlich schwer für Meltzer, in den Ballwechsel reinzufinden. Nächste Doppelfehler. Also das wäre jetzt doch eine kleine Möglichkeit für Jürgen Meltzer, sich das zweite Break zu holen. Jürgen Meltzer schaut nochmal nach, er hat die Möglichkeit, das Hawkeye zu konsultieren. Aber er belässt es wohl bei der Entscheidung. Ja, tut auch gut daran, der Ball war klar im Feld. Und auch der auf der Linie und damit der Ausgleich zum 3:3. Da sehen wir doch, was es ausmacht, wenn Leighton Hewitt den Aufschlag trifft. Love.
Schöne Statistik, 9 Punkte im Stück bei eigenem Aufschlag. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen hier in diesem ersten Satz. Eingestreuten Rückhand-Stop, der wirklich schwer zu erkennen ist bei dem Beidhänder. Kommt dann im ganz eigenartigen Winkel von oben auf den Ball runter. Zahlreiche leichtere Fehler bei Hewitt. Zwei Spielbälle zum 4-3 und Melzer hat sich wirklich jetzt ins Spiel reingefunden. Zu erreichen. Der war schon zweimal am Boden und damit also 4-3. Jürgen Melzer gefällt mir, macht wirklich einen guten Eindruck. 20 Minuten vorbei, 4-3 die Führung für den Österreicher. Gegen Leighton Hewitt. Der Australier hat schon zweimal übrigens die Channel Open gewonnen, im Jahr 2000 und im Jahr 2003. Damals wurde das Turnier in Scottsdale, Arizona ausgetragen. Hat hier eine super Matchbilanz. Im Viertelfinale gegen Feliciano Lopez, da schlug er 10 Asse, brauchte nicht mal eine Stunde beim 6-3, 6-2. Und auch der zweite Satz gegen Marat Safin war wirklich im Eiltempo. Aber hier und jetzt hat er doch ein paar Problemchen, der Leighton Hewitt, besonders mit dem ersten Aufschlag anfangs. Das letzte Service-Game ging ganz gut. Und jetzt sind wir wieder also beim Stand von 3-4. Mr. Melzer like the challenge to serve. Left umpire chair was called good. Jürgen Melzer konsultiert das Hawkeye. Schauen wir mal nach, was mit diesem Aufschlag war. Auf der Linie. Ball war gut. 15. 15 love. Melzer has one challenge left. Fußfehler. Hatten wir im Halbfinale dreimal gegen Hewitt. Und wieder war deutlich zu erkennen, wie früh Jürgen Melzer versucht, die Bälle zu nehmen, um noch mehr Druck ausüben zu können gegen Leighton Hewitt. Aber auch wie er versucht zu variieren. Ich melde es nicht sicher, ob der Aufschlag gut war. Hat
Nur noch eine Challenge übrig in diesem ersten Satz. Wartet er lieber noch. Wieder Fußfehler. Schon beim Anstellen der Füße an die Grundlinie. Ah, das wäre die Chance gewesen für Meltzer. Überhastet vergeben. Jude beklagt sich über den Linienrichter, sagt, Stuhlschiedsrichter soll ihn auswechseln. Sind wir gespannt auf den nächsten Service, aber natürlich verunsichert das den Spieler. Obwohl es Leighton Hewitt gewohnt sein müsste. Game Hewitt. Zu lang. Es klingt etwas abgedroschen, aber in diesem Spiel war mehr drin für Jürgen Meltzer. Da hat er zwei Chancen leichtfertig vergeben. Vier beide. Und Sie sehen, dieses Turnier gehört nicht in die höchste Kategorie, was das Preisgeld betrifft. $61.850 für den Sieger. Das ist bei einer Gesamtsumme von über $13 Millionen, die Leighton Hewitt bislang verdient hat. Nur ein Taschengeld. Kurzer Blick von Leighton Hewitt zur Gattin und schon kommt die Challenge. Hat er vielleicht einen Tipp bekommen? Die sitzen natürlich genau auf der Höhe der Grundlinie, können das gut erkennen. Und in der Tat, der Ball war auf der Linie. Hewitt kartet nochmal nach, sagt, den hätten sie doch vielleicht von da oben auch schon sehen können. Zum Beide. Jürgen Meltzer sollte sich dadurch jetzt nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Hat die letzten Service Games wirklich gut gespielt. Seine Quote mittlerweile bei 60% für den ersten Aufschlag. Wird schon ganz ordentlich. Das ist der gute Erste. Zu wenig draus, lässt sich da in dieses Grundlinienduell verwickeln, ohne wirklich den Ballwechsel dominieren zu wollen. Das muss sein Ziel sein. Das sind die beiden Breakbälle für Leighton Hewitt, der Jürgen Meltzer ja schon zu Beginn des ersten Durchgangs den Aufschlag abnehmen konnte. Bei 4-4 könnte das natürlich schon eine Art Vorentscheidung bedeuten. Klasse, zweites Ass Meltzer.
Der Aufschlag gut. Jürgen Melzer, was machst du? Traut sich diesen wirklich schwierigen Überkopfball zu? Nach dem tollen Aufschlag. Doch noch der Punkt gewinnen damit. Hat Jürgen Melzer das jetzt schon verkraftet? Das ist die Frage bei diesem Seitenwechsel beim Stand von 4:5 aus der Sicht des Österreichers. Bei 15:40, Ass geschlagen bei 30:40, super Aufschlag nach außen. Und dann dieser verhunzte Überkopfball. Und schon hat der Leighton Hewitt das Break erlaubt. 5:4 also nun für den Australier. Derselbe Ball wie vorhin bei Melzer. Und der ist zu lang, sagt der Linienrichter. Und damit haben wir drei Satzbälle für Leighton Hewitt. Es geht plötzlich ruckzuck. Das war's. 38 Minuten gespielt. Da freut sich auch Ehefrau Becky. 6:4 der erste Durchgang an Leighton Hewitt. Und da war wirklich mehr drin für Jürgen Melzer. Hat er sich auch ein bisschen selbst zuzuschreiben. Nach gutem Beginn also doch noch hier der Satzverlust. Sie haben vorhin Perry Rogers gesehen, den langjährigen Manager von Angie Agassi, der sich das hier auch nicht nehmen lässt, das Endspiel mitzuverfolgen von Leighton Hewitt gegen Jürgen Melzer. Und der Australier hat den ersten Durchgang mit 6:4 für sich entschieden. Hat besonders sein Aufschlagspiel in der zweiten Hälfte des ersten Satzes verbessert. Und Jürgen Melzer hat ein bisschen seine Sicherheit, seine Stabilität verloren. Hewitt zum ersten Mal wieder in einem Finale seit Queens 2006. Das hat er auch gewonnen gegen James Blake, gegen den er ja auch hier an selber Stelle vor einem Jahr im Finale verloren hatte. Das ist die Statistik, Sie sehen es, First Service Percentage bei Hewitt 43%. Das ist natürlich wenig. Beide mit 7 Winnern und Hewitt sogar mit mehr Unforced Errors. Also was ist da passiert? Ganz einfach. Hewitt hat in entscheidenden Momenten besser aufgeschlagen, hat seine Schwäche aus den ersten drei Aufschlagspielen abgelegt und Melzer hat seine Unforced Errors erst gegen Ende dieses ersten Satzes hingelegt, besonders bei seinem Aufschlagspiel, das er verlor beim Stand von 4:4 bei 30:40. Dieser Smash, der hat ihm den ersten Satz letztendlich gekostet. Die jugendlichen Fans sind kaum zu beruhigen, versuchen hier eine Laola anzuwerfen im Darlington Memorial Center, das nicht ausverkauft ist. Eintrittspreise zwischen 70 und 280 Dollar. Und jetzt kommt Jürgen Melzer zurück von einer kurzen Toilettenpause. Das wohl auch jetzt erstmal verdauen müssen. Den Verlust des ersten Satzes. Und jetzt geht's also gleich los, gleich rein in den zweiten Durchgang.
Jetzt Meltzer zu serve. Meltzer beim Aufschlag im zweiten Durchgang. 4-6 der erste. Und wir hoffen doch mit dem Österreicher, dass er wieder seine Sicherheit und Konstanz zurückgewinnt, die er hier im Lauf des ersten Satzes eigentlich lange Zeit demonstriert hat. Jetzt nicht raus aus der Defensive, Jürgen Meltzer. Hat Glück, dass Leighton Hewitt etwas fahrlässig mit diesem Ball umging. Es ist jetzt wichtig, nicht den Anschluss zu verlieren, im zweiten Durchgang gleich mal das Service zu halten. Left for Swiss. Das von Meltzer in diesem Match. Ganz gut im ersten Durchgang, immer mal wieder den Rückhandslice einzustreuen. Auch zwei, drei Stoppbälle waren er dabei, aber der unterschnittene Ball ist ihm völlig missglückt. Im Service-Game, da spielt sich's leicht, die 1:0-Führung für Jürgen Meltzer, und das tut ihm sicherlich gut, dem 25-jährigen Wahlwiener, der schon seit Jahren von Karl-Heinz Wetter betreut wird. Nur mal die Aufforderung an die Zuschauer, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Leighton Hewitt beendete das Jahr 2006 zum siebten Mal in Folge den Top 20. Da spielte er schon vor 8 Jahren im Davis Cup für Australien. Oh, aus der Not geboren! Dieser Ball von Meltzer, kann Hewitt kein Kapital draus schlagen. Sehen wir sicher gleich nochmal, dieser Verzweiflungsschlag in den Knien geschlagen. Na, leider nicht. Wir sehen nur den Fehler. Punkt für Jürgen Meltzer. 0:30 nach dieser langen Rallye. Da interessiert uns jetzt diese Statistik weniger. Auch wenn es natürlich imposant ist, dass Hewitt schon 25 ATP-Titel auf seinem Konto hat. Aber jetzt sollten wir doch zurück ins Match gehen. 0:30, 0:1. Jürgen Meltzer könnte sich den ersten kleinen Vorteil verschaffen in diesem zweiten Durchgang.
Das ist die Chance. Aber ein wirklich guter Volley von Leighton Hewitt. Schade drum. Kann nichts machen, hat den Passierball gut angesetzt. Aber Hewitt wirklich bravourös reagiert. Die ganze Anlage liegt etwas abseits von Las Vegas. Ein bisschen weiter draußen an der Washington Avenue. Tolle Rückhand aus der Not. Die hat er wirklich rausgezaubert, der Jürgen Melzer. Und holt sich die zwei Breakchancen. Also, den darf man nicht abschreiben. Da war er leider schon vorbei, der Schlag. Aber ist auch egal. 15:40. Vielleicht riskiert er jetzt wieder den Shot Longline mit der Rückhand. Auf den zweiten Service von Hewitt. Okay, Melzer. Oh, Hewitt macht's ihm leicht. Testet seine Beseitung, ist ihm vielleicht etwas zu weich, aber er wechselt das Racket nicht. Break Melzer 2-0 im zweiten Satz. Wird nach diesem Turnier weiter reisen nach Indian Wells. Danach steht Miami auf dem Programm, vielleicht auch noch das Einladungsturnier von River Oaks. Und Houston soll dann den Abschluss seiner USA-Tournee bilden. Dort verlor Jürgen Melzer letztes Jahr im Endspiel gegen Marty Fish. Mit, verlangsamte den Ball und das ist nur eine Formsache. 30-15. Zugegebenermaßen natürlich auch den Ball mitten auf die Pfanne bekommen. 40-15. Ja, war schwer zu nehmen. Mit der Ball in den Rückhand so weit unten, der kurze Ball. Nach außen. Und der Österreicher
bleibt stabil, hält seinen Service und geht mit 3:0 in Time. Ja, hat er doch ein bisschen was zum Nachdenken. Jetzt der Leighton Hewitt, 0-3 liegt er zurück gegen diesen Mann, gegen Stefan Meltzer, gegen Jürgen Meltzer, Verzeihung. Der als Kind Stefan Edberg und Michael Stich zum Idol hatte. Und bei den Fußballern natürlich Toni Polster. Aber das ist lange her. Jetzt steht er im Mittelpunkt. Aber die Einblendung des Finals, das wir Ihnen auch hier gezeigt haben auf Eurosport am Samstag. Roger Federers, 41. Sieg in Folge. Da sehen wir ihn ganz unten. Winning Streaks, also gewonnene Spiele in Folge. Da hat er jetzt mit Björn Borg gleichgezogen. Noch ein Sieg fehlt ihm, dann hat er auch schon John McEnroe erreicht. Oh, das war ein tricky Ball von Meltzer, hat er gut gemacht. Hat er Zeit gewonnen durch den Slice. Und Leighton Hewitt nochmal in Bewegung gebracht und dann frühzeitig antizipiert. Ja, und den muss er nur noch reinschieben. Bald die Faust ist wirklich hochmotiviert. Das Ergebnis dann auch solche Schläge. Etwas übermotiviert. Einfach überdreht. Da sehen wir auch den Grund für die 13-0-Führung. 5 direkte Gewinnschläge bei Jürgen Meltzer. Noch keiner bei Hewitt. Game Hewitt. Das war der erste und auch der erste Spielgewinn für den Australier, verkürzt auf 1:3. Das von Jürgen Meltzer in diesem Satz sind insgesamt 5. Nischen. Und gleich noch ein starker Aufschlag hinterher, 40-0. Gut serviert. Jürgen Meltzer lässt nichts anbrennen bei seinem Aufschlagspiel. Und das schaut doch wirklich schon ganz gut aus. Zwar nur ein Break vorn, aber immerhin 4:1. Da haben wir die Kids, die auch unter der Woche sich hier vergnügen konnten beim offiziellen Cox Kids Day am Dienstag. 2 Stunden Spaß mit vielen Preisen und glücklichen Gesichtern. Am selben Tag kam da auch Wayne Bryan, Tenniscoach und Entertainer, auf die Anlage zu einem Special Event. Die haben sich wirklich alle Mühe gegeben in Las Vegas und wollen das Turnier auch weiterhin behalten. Auf dem Court selbst im Endspiel Jürgen Meltzer nach dem 4:6 im ersten, jetzt mit der 4:1 Führung gegen Leighton Hewitt. Thank you.
Man muss da noch eine Rolle spielen, Leighton Hewitt. Das gefällt auch Ehefrau Becky. Oder Beck, wie sie nur genannt wird. Ist auch ein gern gesehenes Gesicht in den Frauenmagazinen Australiens. Und das wird ja Leighton Hewitt auch teilweise vorgeworfen, dass er seine Liebe, seine romantische Beziehung, seine Ehe zu Beck Cartwright so verkauft. Ist in der Heimat schon längst nicht mehr der geliebte Junge, so wie noch Anfang dieses Jahrhunderts. Als er dreimal in Folge zum beliebtesten Sportler Australiens gewählt wurde. Heute gehen die Meinungen doch eher auseinander. Sein erstes Ass in diesem zweiten Satz. Auch eine ganz klare Sache, 2-4, und Jürgen Melzer darf nun mit neuen Bällen sich einen weiteren Schritt in Richtung Satzgewinn bewegen. Da haben wir die höchstplatzierten Österreicher in der Geschichte, Jürgen Melzer also auf der 30, aber das wird sich noch verbessern, und Stefan Kubik auf der 20 vor 7 Jahren, den kann er durchaus erreichen. Gilbert Schaller, das ist der aktuelle Davis Cup Chef Österreichs, der sich ja auch eine ganz kuriose Krankheit zugezogen hatte, wurde gleich mal in Quarantäne genommen beim Davis Cup Auftritt der Österreicher gegen Argentinien, bei dem Jürgen Melzer beide Einzel verlor. Danach natürlich riesig enttäuscht war. Hatte beim Gesamtstand von 1-2 am Sonntag an sein Einzel und hoffte auf ein Spiel gegen Akasuso, aber dann kam plötzlich Del Potro und gegen den verlor er. Del Potro hier auch mit Stein des Anstoßes in der Round-Robin-Gruppe mit James Blake und Evgeny Korolev. Del Potro derjenige, der aufgab gegen Blake. Wieder dieser Stopp, aber der war viel, viel zu lang. 15-30. Also Hewitt mit der Führung bei Aufschlag Melzers. Also hat er ganz clever gespielt, Leighton Hewitt. Zweimal lang in die Ecke auf die Rückhand Melzers. Er hätte eigentlich auch nach vorne gehen können auf den dritten Ball. Aber auch so der Fehler und somit zweimal die Chance zum Rebreak. Stunde, 4 Minuten gespielt. Jürgen Melzer verschlägt diese Vorhand, versucht die Rückhand zu umlaufen, um noch mehr Druck ausüben zu können, aber das misslingt. Und somit kann Leighton Hewitt sehr zum Vergnügen dieser weiblichen Fans auf 3-4 verkürzen. Ja, Leighton Hewitt hat auch positive Schlagzeilen geschrieben in den letzten Tagen. Einem Fan zu Hause in der Heimat gratulierte er am 28. Februar zum, aufgemerkt, 100. Geburtstag, Emily Brown der Name. Und die Reaktion der Dame, die war auch überwältigend. Mit der Unterschrift von Leighton Hewitt, das ist mir wichtiger als all die Glückwünsche, die bei mir eintrudelten. Und darunter, lassen Sie es gesagt sein, waren auch Glückwünsche von der Queen Elizabeth oder dem australischen Premierminister, Politiker, Bürgermeister
Prominente haben dieser Dame gratuliert zum 100. Geburtstag, aber sie sagte, ja, Leighton Hewitt, das ist mein Darling, mein Liebling und jetzt greife ich auch nochmal zum Tennisschläger. Das ist so eine schöne Anekdote rund um dieses Turnier und da sehen wir auch, dass Leighton Hewitt einiges für sein positives Image tut. Hat er auch in Rotterdam getan, wo Richard Krajicek Turnierdirektor ist, mit dem ist er gut bekannt. Die beiden Wimbledon-Sieger kennen sich natürlich und da hat er mit ihm zusammen zum Beispiel einen Spielplatz eingerichtet. Aber soziales Engagement hin oder her. Geschenke wird er hier nicht mehr verteilen. Leighton Hewitt hat verkürzen können von 1-4 auf 3-4. Um die Chance mit eigenem Aufschlag auszugleichen. So you would like to challenge the call? The right of umpire chair was called forwards. Also Hawkeye wird angerufen nach diesem Aufschlag. Die Blicke richten sich gebannt auf die Anzeigentafel und der wird gut gegeben, jawohl. Ganz unten. Wird als Ass gegeben. Jürgen Meltzer kann es kaum glauben. Das ist aber auch wirklich eine der engsten Entscheidungen, die man im Tennis überhaupt haben kann. Der Schiedsrichter sagt, ich muss der Technologie, der neuen Technik vertrauen. Jetzt schauen wir nochmal hin. Also, unten. Da hat der Ball die Linie gekratzt, die Verlängerung der äußeren Linie. Und jetzt gleich noch ein Ass hinterher. Au, 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 jetzt muss er aufpassen, der Jürgen Meltzer, dass er nicht die Kontenance verliert. Ruhig bleiben, cool bleiben. Den Durchblick bewahren. Noch ist überhaupt nichts passiert. Aber Sie sehen, er hat die Ruhe nicht. Hat er zugegeben die Woche, dass ihn schon der Wind so geärgert hat, wie er sagt in seinen Worten, fuchsig gemacht hat, dass er sich kaum beherrschen konnte. Also er weiß um seinen Jetson. Das war wirklich ein schnelles Aufschlagspiel. Am längsten dauerte noch die Challenge beim Hawkeye. Fritz Bühning in unseren Breitengraden nicht der bekannteste. Also jetzt im zweiten Durchgang. Gut gekontert. Der war wichtig fürs Selbstvertrauen, der Punkt. Sauber und unzufrieden jetzt Jürgen Meltzer. Schön variiert. Immer wieder von rechts der Aufschlag nach außen und dann hat er natürlich auch den Raum für diesen Stop. Sollte kein Problem sein. Auch wenn er Hewitt nochmal die Chance gab. 40-15. Im Stand von 4-4 im ersten musste der Österreicher seinen Service abgeben zum zweiten Mal. Im ersten Durchgang. Ja.
Und Sie sehen es, Hewitt übt Druck aus. Auch seine Ehefrau mit aufmunternden Worten, Sie sehen es im Hintergrund. Zu lang, der Return. Also Jürgen Melzer bleibt dabei. 5:4. Das war ganz wichtig, nach 3 verlorenen Games in Folge diesen Aufschlag durchzubringen. Also jetzt ist wieder Leighton Hewitt am Zug gleich. Jürgen Melzer ist immer noch unzufrieden. Hat sich noch beim Stuhlschiedsrichter beschwert über diese für ihn kuriose Hawkeye-Entscheidung. Aber die Technik gibt dem Schiedsrichter recht. Der Ball hatte noch die Linie gekratzt. Aber er hat ja gut reagiert, gut gekontert, führt jetzt wieder mit 5:4. Misslungener Lobversuch von Melzer. Der erste offensiv gespielte Lob überhaupt in diesem Match. Let for service. Zu harmlos, dieser Vorhandstopp. In dieser Situation auch überhaupt nicht notwendig. Melzer im Angriff haben wir jetzt schon lange nicht mehr erlebt. Bürgermeister von Las Vegas, auch interessierter Zuschauer. Oscar Goodman. Wenn ich richtig mitgezählt habe, dann sind das nun 15 Aufschlagpunkte in Folge für Leighton Hewitt zum 5:5 ausgleichen kann. 2 Grand Slam Titel schon gewonnen in seiner Karriere. Dann letztes Jahr, wie gesagt, am Knie verletzt und auch dieses Jahr Probleme. In Marseille musste aufgeben, in Rotterdam konnte er gar nicht antreten. All dies die Folge der intensiven Belastung beim Davis Cup Spiel in Belgien, wo die Belgier ja sensationell Australien mit 3:2 besiegt. So, Melzer kommt. Und diese Punkte, die bauen natürlich Leighton Hewitt auf. Das ist genau das, was er braucht, was er will. Und da ist auch das Publikum mit dabei. Und da blinkt auch das goldene L am Hals von Ehefrau Beck. Eigentlich gut gespielt, aber er ist flink auf den Beinen und hat auch dann noch die nötige Übersicht. Oh.
Wieder ist es Meltzer, der die Initiative übernimmt und diesmal mit dem besseren Ende für den Österreicher. 15 all. Genau so, damit sie sich ein Bild machen können, verlief das Halbfinale Safin gegen Meltzer. So wie diese Ballwechsel jetzt. Lange Duelle von der Grundlinie. Hewitt eher abwartend, stand weit hinter der Grundlinie und konterte dann immer wieder geschickt. Oder wartete aber auf die Fehler von Safin. Aber Meltzer macht das jetzt klüger. Rückt schneller auf ans Netz als Safin gestern. Field Spin. 14-15. Beim sechsten Satz, erst in diesem Satz. Knapp 170 km/h. Achtes Ass in diesem Match. Von Meltzer. Und wieder eine Challenge. Wir warten. Aus, zweiter Abschlag. Auch der mit viel Spin gespielt, gut auf den Körper drehen lassen, den Ball. Geschickt aufgeschlagen von Jürgen Meltzer, der die Nerven jetzt wieder und besonders auch die Ruhe wieder gefunden hat in diesem Match und damit mit 6:5 in Führung geht in diesem zweiten Durchgang. Seit 9 Jahren hat Leighton Hewitt jedes Jahr immer mindestens einen Titel geholt auf der ATP-Tour. Könnte jetzt also das 10. Jahr in Folge ein Endspiel für sich entscheiden und er ist damit von den aktiven Spielern die Nummer 1 in dieser Rangliste. Das zeigt doch, wie lange er jetzt schon dabei ist. Ist nicht mehr ganz so wild und aufbrausend wie früher noch. Und Jürgen Meltzer, der hat sich hier ganz geschickt nach oben geschoben. Hewitt hat über ihn gesagt, das ist einer, der weit unterschätzt wird auf der Tour. Der kann auf jedem Belag gut aussehen. Und das spiegelt sich dann eben auch in seiner Weltrangposition. Nummer 31, die er derzeit noch einnimmt wieder. Wie gesagt, nächste Woche wird der Computer ihn unter den Top 30 ausspucken. Darauf an, wie dieses Endspiel ausgehen wird. Das 6. in der Karriere von Jürgen Meltzer. 1 hat er bislang gewinnen können. So, der Druck natürlich jetzt auf Leighton Hewitt. 6-4 und 5-6. Und das hat Meltzer gut gesehen, dass Hewitt da plötzlich den Rückzieher gemacht hat. Der Australier hätte angreifen können. Stattdessen der Österreicher mit der Konterattacke. 0:30, 5:6. Die Zeichen stehen auf 3 Sätze.
steht enorm weit draußen, Jürgen Wilzek. Schauen Sie mal. Und dann Juric natürlich ganz konsequent auf die offene Vorhandseite des Österreichers. Schauen Sie mal, wie weit der da hinten draußen steht. Und da ist viel, viel Platz für diesen Schuss. Schien aber sehr lang zu sein, dieser Aufschlag. Also wieder die Challenge, das alte Spiel. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja, deutlich im Aus. Schauen Sie sich das mal an. Das sind Welten im Herrentennis. Also mir unverständlich, dass der Linienrichter das nicht erkannt hat. Zweiter Aufschlag, 15:30. Zu nah am Ball. Und dann überdreht Melzer, der natürlich Druck machen will. Ganz klar. Satzball für Jürgen Melzer. Stunde 23 vorbei. Und der zweite jetzt. Was macht Jürgen Melzer? Nach vorne. Wann kommt Juric? Jetzt ist er da. Und wehrt den Satzball ab. Aber da muss er tief durchschnaufen, denn auch nach diesem Smash war Melzer nochmal an der Kugel dran, aber da hat er wirklich zwei, dreimal die Chance gehabt vorzugehen. Das zeigt doch auch, dass er etwas Respekt hat vor den Passierbällen des Österreichers. Zu vehement dieser Überkopfball. Einstand. Er sagte auch, ich habe einfach kein Glück. Aber jetzt darf er nicht zaudern. Das macht doch einfach den Topspieler. Aber Leighton Hewitt serviert sein fünftes Ass in diesem Satz und gleicht aus zum 6:6. Und damit kommt es zum ersten Mal in der Karriere dieser beiden zu einem Tiebreak im direkten Aufeinandertreffen. Jürgen Melzer darf noch zweimal challengen, Leighton Hewitt dreimal gerade. Nochmal die Durchsage. Und erst gestern gegen Korolev hat Melzer ja das entscheidende Tiebreak des dritten Satzes gewonnen. Aber wie beginnt er denn diesen Tiebreak? Haarsträubender Volleyfehler. Und jetzt kriegt er eine Verwarnung noch hinterher.
Ball Abuse heißt das in der offiziellen Regelsprache. Missbrauchen des Balles. Oh, das wird er verkraften können. Zu schnell. Alles in der Reihe, 2-1 Hewitt in diesem Tiebreak. Schöner Konter von Jürgen Meltzer, siebtes Ass. Das neunte insgesamt. Und wieder eine enge Entscheidung. Also das wird jetzt hier schon langsam zur Routine. Und der ist draußen. Kein Glück für den Österreicher. 3-2 Hewitt. Come on, baby! Nathan Hewitt mit der nötigen Unterstützung. Hat ihm natürlich viel Kraft gegeben, das Familienleben. Nachdem er ja schon mit Kim Kleisters verlobt war. Die übrigens auch demnächst vor den Traualtar treten wird. Aber das spielt jetzt hier überhaupt keine Rolle. Leighton Hewitt, 3-2 im Tiebreak des Zweiten. Meltzer traut sich! Gut gemacht. Das zeigt die Entschlossenheit des Österreichers. Hat den Mut, nach vorne zu gehen. Bezeichnet ja die Paarung mit Julian Knowll als eines der weltbesten Doppel überhaupt. Also da strotzt er schon vor Selbstvertrauen. Gut gespielt gegen Argentinien im Davis Cup. Und Julian Knowll ja auch noch hier vor Ort im Publikum unterstützt seinen Freund und Doppelpartner. Frühzeitig attackiert den zweiten Aufschlag von Leighton Hewitt. Hat ein bisschen aus den Augen verloren gehabt, diese Taktik der Jürgen Meltzer. Und vielleicht hat er sie jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt wiedergefunden. 4-3 die Führung, ein Mini-Break vorne. Reaktion des Österreichers. Der Return sehr weit cross gespielt, aber streckt sich der 1,84 Meter große Linkshänder und holt sich damit das 5-3.
Winkel verkürzt von Leighton Hewitt. Und wie eng dieses Spiel ist, da zeigt auch ein Blick auf die Gesamtpunkte im Match. 36 Hewitt, 34 Metzer. Aber Hewitt muss beide Aufschläge halten. Ganz genau die richtige Taktik, die Jürgen Melzer da einschlägt. Zwei Satzbälle für den Österreicher. Einen davon bei eigenem Aufschlag, falls er die Chance jetzt nicht gleich nutzen kann. Das war die Pflicht, wie es so schön heißt, Leighton Hewitt. Aber jetzt gilt's. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt hat Jürgen Melzer die Chance, zum Satzausgleich aufzuschlagen. Traut er sich vielleicht mal Surfen Volley zu? Natürlich war der wirklich lang, der Return von Leighton Hewitt. Da sehen wir nochmal den Ball. Schöne Linie runter, aber da steht er schlecht. Jürgen Melzer die Chance vertan. Zwei Satzbälle vergeben und viel Zeit zum Nachdenken gehabt bei diesem Seitenwechsel. Zu kurz. Er ist zu kurz. Und der Smash im Aus. Und Jürgen Melzer scheint keine Lust mehr zu haben. Stocksauer auf sich selbst. Der Angriffsball überhaupt nichts. Der Lob natürlich nicht schlecht, aber dann überhastet den Smash ins Aus gesetzt. Und somit haben wir Matchball für Leighton Hewitt nach einer Stunde 35. Doch da hätte Leighton Hewitt vorgehen können nach seinem starken Service. Klasse Rückhand. Zweimal Glück gehabt, Melzer, und der dritte war dann im Aus. Matchball Nummer 2 für den Australier. Aber Melzer hat ja eigenen Aufschlag. Kühlen Kopf bewahren jetzt. Es ist schon dreimal über drei Sätze gegangen hier in Las Vegas. Ich möchte das natürlich ein viertes Mal erreichen, aber jetzt wird's eng. Oh, da
hat Hewitt kurz überlegt, ob er nicht doch vielleicht Longline die Variante probieren soll. Und Snake hat den, weiß glaube ich auch nicht genau, was sie da jetzt so zu ihm sagen soll. Aufmuntern, trösten, was auch immer. Ich glaube, Leighton Hewitt hat jetzt so und so keinen Kopf. Was anders. 9-8 nämlich nun der Spielstand. Meltzer mit dem achten Ass in diesem Satz. Also nach zwei Matchbällen jetzt der dritte Satzball für Jürgen Meltzer. Schlag auf Schlag. Bewundernswert. Wirklich toll nach außen serviert und dann nochmal gegen die Laufrichtung mit der Vorhand. Und somit erneut Seitenwechsel, alle 6 Punkte. Gegen Blake aufgeben müssen wegen Magenverstimmung. Dasselbe Spielchen nochmals in Memphis, wo er sich am Buffet des Tennisclubs den Magen verdorben hatte. Hatte nach Sydney keine besonders gute Zeit, Jürgen Meltzer. Nur 2 Siege in 6 Partien. Jetzt endlich wieder ein gutes Turnier. Und er ist dran, er kann hier durchaus den zweiten Satz gewinnen. 3 Chancen hat er schon vergeben. Nächster Matchball für Leighton Hewitt. Aber Sie haben es vielleicht in der Einstellung gesehen. Blieb auch wieder hinten. Der Respekt ist da. Und sie drückt natürlich die Daumen ganz klar. Service, das müsste doch das 10 beide sein. Ist es auch. Also den Smash ganz sicher verwandelt. Doppelfehler. Der zweite und den Challenge dann nochmal, aber ich glaube, das ist eine reine Verzweiflungstat, um hier nochmal Zeit zu gewinnen und sich zu sammeln. Denn das weiß er auch, dass der Ball im Aus war. Ganz klar, ganz deutlich, war schon in Originalgeschwindigkeit zu sehen. Das war sicher nur ein taktisches Geplänkel nochmal vom Österreicher. Hewitt jetzt mit dem vierten Matchball. Zu 10. Was für ein Tiebreak. Meltzer hatte schon 6-4 geführt. Auch der zu lang. Das ist es. Am Schluss fehlten Jürgen Meltzer etwas die Nerven und Leighton Hewitt gewinnt seinen 26. ATP-Titel. Jürgen Meltzer stinksauer, aber er kann stolz sein, hat eine gute Woche hinter sich. Der Sieg an Leighton Hewitt mit 6:4 und 7:6.
Also, das 40. Endspiel seiner Karriere hat er wieder mal für sich entschieden. Und Jürgen Melzer, der muss es dabei belassen. Gute Woche gehabt. Korolev besiegt mit 7-6 im dritten. Das war schon eine klasse Leistung. Und jetzt halt an Leighton Hewitt gescheitert. Und es war wirklich eine knappe Geschichte. 39 zu 44 Gesamtpunkte. Und er hatte es selbst in der Hand, in den dritten Satz zu kommen. Aber was dann passiert wäre, ist alles nur Spekulation. Fakt ist, Leighton Hewitt gewinnt zum dritten Mal die Channel Open nach 2000 und 2003. Jetzt also auch 2007. Gratulation an die gesamte Familie. Das soll es gewesen sein von Markus Theil. Bis zum